Gestern haben wir die Idee und die Anfänge der Boeing 747 etwas genauer durchgekaut und jetzt ist die 747-100 da und sie wird verkauft. Und die Basis, die man geschaffen hat, die ist gut und jetzt kann man richtig was draus machen. Was Boeing draus gemacht hat, das schauen wir uns jetzt mal etwas genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut und am Anfang stand nun also die Boeing 747-100, die klassische Version der 747. Ein Flugzeug mit kleinen Ungereimtheiten, zum Beispiel den eher weniger zuverlässigen JT9D-Triebwerken von Pratt & Whitney, aber trotzdem eine super beeindruckende Maschine. Nur mal so, um das ein bisschen zu visualisieren, eine 747-100 konnte bereits gut 150 Tonnen Kerosin tanken. Vom Gewicht her entspricht das ungefähr drei vollbeladenen Boeing 737-200. Und das nur Sprit. Das ist also schon ganz ordentlich und erkennen tut man die Boeing 747-100 natürlich an ihrem Oberdeck, denn die 100er Version hatte dort nur drei Fenster auf jeder Seite. Das ist tatsächlich nur halbrichtig. Bei den allerersten ausgelieferten Exemplaren der Boeing 747-100, also bei den ganz frühen Varianten, war dies tatsächlich noch so der Fall. Denn, haben wir gestern schon geklärt, bei der 747 ging es nicht darum, beziehungsweise damals in der Zeit ging es auch noch gar nicht darum, mit möglichst wenig Sitzabstand möglichst viele Leute in ein Flugzeug zu zwängen, so wie das heute absoluter Standard ist, sondern dieser Raum da oben, der entstand ja erst dadurch, dass man das Cockpit über dem eigentlichen Rumpf des Fliegers platzierte. Und den Raum da oben oder dieses Ding da oben, das musste man jetzt irgendwie aerodynamisch klug auslaufen lassen. Und so entstand nicht nur ein wahnsinnig geräumiges Cockpit, sondern auch ein Bereich, den man laut Flugzeughersteller als Fluggesellschaft für eine Lounge oder sowas nutzen konnte. Für die ganz besonderen Passagiere der First Class oder wie man das dann auch immer als Fluggesellschaft handhaben wollte, auf jeden Fall ein Bereich, in dem man ganz entspannt als Passagier, am besten mit einem Drink in der Hand, auf dem Sofa sitzen konnte und sich entspannen konnte und sich vielleicht auch mal so ein bisschen die Beine vertreten konnte, weil im Flieger war ja genug Platz. Ein Feature, welches leider dem Drang nach immer mehr Sitzplätzen und dadurch geringeren Kosten oder einer erhöhten Effizienz zum Opfer fiel. Gibt es vielleicht noch so ähnlich im A380, damals zu dieser Zeit bei Flugzeugen mit Jetantrieb war das allerdings einzigartig. Beziehungsweise, wenn man es ganz genau nimmt, es gab auch schon Fluggesellschaften, die es vorher zum Beispiel in einer abgespeckten Version in einer Boeing 707 verwendet haben. Da gab es auch Bereiche, wo man sich als Passagier so ein bisschen hinsetzen konnte, ein bisschen Karten spielen konnte oder wie auch immer, sich einfach ein bisschen auf der Reise bewegen und entspannen konnte. Aber in dieser besonderen Form, so groß und so besonders einfach, gab es das nur in der 747. Und gerade durch sowas machte die 747 das Fliegen natürlich auch echt zu einem außergewöhnlichen Erlebnis oder das Reisen generell zu einem außergewöhnlichen Erlebnis. Und wo wir gerade schon mal dabei sind, jetzt in den Kommentaren unter den Flugzeugvideos finden sich immer mal wieder ein paar richtig interessante Geschichten, wo manche von euch wirklich ganz ausführlich, am besten 30, 40 Jahre alte Geschichten erzählen, wo sie mal mit ihrem Lieblingsflugzeug sonst wo unterwegs waren. Und sowas ist immer sehr interessant zu lesen. Also schreibt da gerne noch ein paar mehr Sachen zu in die Kommentare. Sowas freut mich immer extrem, wenn sich da jemand Zeit für nimmt, uns da mal so ein bisschen was zu erzählen. Und sowas interessiert, glaube ich, auch immer sehr, sehr viele. Und wenn ihr möchtet, dass das vielleicht ein bisschen länger präsent bleibt und nicht mit dem Video jetzt irgendwie in der Versenkung verschwindet, könnt ihr den Text ja vielleicht einfach kopieren und in dem Forum nochmal veröffentlichen oder sowas. Weil da kann man es dann recht gut immer wieder lesen. Nur wenn ihr Lust habt natürlich, aber ich würde mich sehr darüber freuen, über ein paar Geschichten, weil die sind immer sehr, sehr nett zu lesen. Vielen Dank dafür. Aber weiter im Text. Auch schon Anfang der 1970er Jahre gab es Fluggesellschaften, die dort oben jetzt lieber Sitze platzieren wollten, als irgendeine Lounge zu bauen. Und deswegen, in dem Oberdeck war natürlich sowieso nicht sonderlich viel möglich, aber bis zu 10 Sitzreihen waren durchaus drin. Deswegen gab es von Boeing dann recht kurz danach schon die Möglichkeit, auch 10 Fenster dort oben zu platzieren. Also 10 Fenster auf jeder Seite, sprich 20 Fenster statt 6 im Oberdeck der 747. Das war also kein Alleinstellungsmerkmal der 747-200, sondern das gab es durchaus schon bei der 747-100. Sogar auch nachrüstbar. Die 747-100 wurde übrigens von Boeing nie als reiner Frachtflieger angeboten. Also es gab die Dinger dann irgendwann umgerüstet, aber Boeing selbst hatte zu dieser Zeit noch keinen reinen Frachtjumbo im Programm. Dafür werkelte man dann nur kurze Zeit nach der Indienststellung des Jumbos im Jahre 1970 an einer sogenannten Short-Range-Version der 747. Denn auch Anfang 1970 gab es natürlich Fluggesellschaften, die die Größe der 747 jetzt nicht für irgendein Premium-Erlebnis nutzen wollten, sondern die einfach die Größe dafür nutzen wollten, Unmengen an Passagieren von einem Ort zum nächsten schaffen zu können.
Der Wunsch kam damals vor allem aus Japan, die mit diesem Flugzeug am besten morgens Pendler irgendwo hingeflogen haben und sie abends wieder abgeholt haben. Und Boeing verstärkte, damit das so funktioniert, die Struktur der 747 und natürlich einige Teile, die auf Kurzstrecken besonders doll in Mitleidenschaft gezogen werden, zum Beispiel das Fahrwerk. So konnte eine 747SR, also eine 747 Short Range, tatsächlich ungefähr doppelt so viele Flugzyklen mitmachen wie eine ganz normale 747-100. Um das maximale Abfluggewicht jetzt nicht zu überschreiten und die Powerreserven der 747 noch weiter ausreizen zu müssen, musste man natürlich ein bisschen was an Tankkapazität rausnehmen, sodass die 747SR selbstverständlich nicht so viel Reichweite bietet, was der Name ja schon vermuten lässt. Und jetzt konnte man im Extremfall mit einer 747SR ganze 550 Passagiere auf einmal befördern. Und jetzt muss man mal kurz drüber nachdenken. Heute ist das mit A380 und 747 und so und 777 ja auch alles mehr oder weniger normal. Aber damals gab es die 707, die maximal 220 Passagiere geschafft hat und die DC-8, die maximal 280 Passagiere geschafft hat. Und viel größere Flugzeuge waren erst noch in der Mache, also der Jumbo, wenn man den füllen konnte, war da schon echt perfekt. Also wir wollen hier natürlich nicht DC-10 oder Lockheed TriStar vergessen, weil die hatten auch 1970 beide, glaube ich, ihren Erstflug. Und das waren auch Flugzeuge, die durchaus wahnsinnig viele Passagiere mitnehmen konnten, wenn sie denn mussten. Aber an die 747-Kapazität kam zu dieser Zeit niemand ran. Also gut, jetzt hatte man auf der einen Seite Fluggesellschaften, die eine 747 mit entsprechend geringerer Reichweite brauchten, aber höherer Passagierkapazität. Auf der anderen Seite hatte man aber auch Fluggesellschaften, die mit der Kapazität der 747 zufrieden waren, nun aber deutlich mehr Reichweite wollten als die knapp 8000 Kilometer, die die 747-100 bieten konnte. Und bevor wir jetzt mit den ganzen Jumbo-Versionen durcheinander kommen und vor allem mit den Jahren, schmeißen wir gleich mal die 200er-Version der 747 in die Runde. Die brachte Boeing nämlich bereits ein Jahr nach der Indienststellung der 747-100. Hat also gar nicht so lange gedauert und die ersten 747-200 hatten sogar auch nur die drei Fenster pro Seite im Oberdeck. Da wurden dann aber schnell die 10 draus. Aber gut, die größte Neuerung waren auf jeden Fall die verstärkten, neueren Triebwerke. Ganz am Anfang bot die 200er Version zwar auch nur minimal verbesserte, minimal verstärkte Pratt & Whitney Motoren, die dann auch effizienter waren und dann gut 9500 Kilometer Reichweite ermöglichten. Wenig später kamen dann aber auch die General Electric CF6 Triebwerke und die Rolls-Royce RB211 Motoren dazu. Damit hatte man jetzt drei Triebwerksvarianten, aus denen man wählen konnte, und vor allem die letzteren beiden Motoren waren wirklich Motoren einer neuen Triebwerksgeneration, die sich auch über die nächsten Jahre wirklich halten konnten. Und erst damit konnte die 747 dann auch wirklich ein kommerzieller Erfolg werden. Denn man hatte nun Triebwerke, die deutlich zuverlässiger waren, effizienter waren und auch vor allem stärker waren. Während die ersten Pratt & Whitney Motoren nämlich so um die 200 kN lieferten, liefern jetzt die Rolls-Royce und General Electric Triebwerke bis zu 240 kN. Diese Differenz jetzt mal 4, das macht schon einen großen Unterschied und das, obwohl das Flugzeug an sich natürlich mehr oder weniger gleich blieb. Logische Entwicklung, das Flugzeug durfte jetzt mit verstärkter Struktur nochmals schwerer werden. Es durfte schwerer beladen werden, zum Beispiel mit nochmal mehr Sprit. Und so kam man dann auf brauchbare etwas mehr als 10.000 Kilometer. Das machte aus der 747 schlicht und einfach ein sehr viel besseres Flugzeug. Irgendwie schon lustig, wenn man darüber nachdenkt, dass man ein Flugzeug baut, für das die Triebwerke, die es zu dieser Zeit gab, auch in vierfacher Ausführung eigentlich nicht wirklich ausgereicht haben. Und jetzt, wo es etwas stärkere und effizientere Triebwerke gibt, wird aus dem eigentlich gleichen Flugzeug ein sehr viel besser nutzbares Teil, weil man den Flieger jetzt einfach mal richtig vernünftig in die Luft bekommt. Die Fluggesellschaften konnten nun wirklich etwas mit der 747 anfangen und gleichzeitig nichts mit Überschallflugzeugen. Die Größe machte das Flugzeug effizient und deswegen, weil man es nun mit dieser Basis allen recht machen wollte, war die 747-200 die erste Version, die es als Passagier-747 gab, als Fracht-747 und auch als Kombi-Version. Also hinten war dann Platz für Fracht, während vorne die Passagiere saßen. Und das alles, während man die Möglichkeit hatte, zwischen drei Triebwerkstypen für die 747 auszuwählen. Tja, und deswegen konnte Boeing unterm Strich 393 Boeing 747-200 in allen möglichen Varianten verkaufen. Heute fliegen beide Versionen, die 100er und die 200er 747, als Passagierflugzeug nicht mehr. Iran Air, welche Fluggesellschaft auch sonst, hat die beiden Flugzeuge als letzte Fluggesellschaft, die diese Dinger betrieb, im Jahre 2014 die 100er-Version und im Jahre 2016 die 200er-Version aus der Flotte rausgenommen. Beide Flugzeuge nach mehr als 36 Jahren nach ihrer Auslieferung. Und jetzt wird es an dieser Stelle wieder richtig spannend, denn damals, Mitte der 1970er Jahre, konnten Passagierflugzeuge einfach noch nicht nonstop von irgendeiner Stadt auf der Welt zu irgendeiner anderen Stadt auf der Welt fliegen. Es war einfach noch nicht möglich, diese Ultralangstrecken zu bewältigen. Das funktionierte einfach noch nicht.
Heute befindet man sich wieder in einer ähnlichen Situation, nur dass wir wissen, dass Flugzeuge das mittlerweile können, das funktioniert. Allerdings versucht man heute, das Ganze auch effizient umsetzbar zu machen. Damals aber wollte man es sowieso erst einmal schaffen. Und wie schafft man das denn jetzt? Boeing hatte doch eine gute Basis. Die 747 war richtig stark, sie konnte sehr, sehr schwer sein und war wirklich bis oben hin mit Sprit voll. Wie kann man bei einem solchen Flugzeug jetzt nochmal ganz massiv die Reichweite verbessern? Ganz einfach, indem man die Teile des Fliegers, in denen wirklich nur Passagiere drin sitzen und kein Sprit irgendwo reinfließen kann, die schneidet man einfach raus. Das, was da rauskam, war die Boeing 747-SP. SP steht für Special Performance. Das Ding hatte fast das gleiche Abfluggewicht wie die 747-100. Es ging etwas mehr Sprit rein als bei der 747-100. Man hatte die gleich starken Motoren und war trotzdem fast 14,5 Meter kürzer. Damit waren jetzt Reichweiten von fast 11.000 Kilometern voll beladen kein Problem mehr. Wenn man ein bisschen was rausnimmt, dementsprechend weiter. Und dazu, weil das Flugzeug jetzt trotzdem so große Tragflächen hatte und trotzdem so starke Triebwerke bekam, konnte man mit dem Teil fast 14.000 Meter hoch fliegen, was ziemlich beeindruckend ist. Und einige Zeit lang hielt diese Boeing 747 auch tatsächlich den Rekord für den längsten Non-Stop-Linienflug, und zwar für die Verbindung zwischen New York und Teheran. Tja, 45 Flugzeuge wurden davon gebaut, das ist nicht sonderlich viel, aber gut, die letzte in Passagierversion war natürlich bis zum Jahr 2016, bei welcher Fluggesellschaft tätig? Ganz genau, Air Berlin. Nein, natürlich bei Iran Air. Aber ihre deutlich größeren Brüder selbst machten die Boeing 747-SP dann mit entsprechend neueren Triebwerksversionen irgendwann überflüssig oder relativ schnell überflüssig. Also die Verbesserung der Leistungsdaten der 747 hängt jetzt nicht mehr daran, ob man das Flugzeug vielleicht noch kürzer machen könnte, sondern es hängt schlicht und einfach an der Entwicklung neuer Motoren. So, und wenn dann neue Motoren kommen, die wieder etwas stärker sind, was macht man dann? Macht man das Flugzeug vielleicht wieder ein bisschen länger? Macht gar nicht so viel Sinn, weil dann müsste man vielleicht nochmal wirklich viel Geld in das Projekt investieren und dann passt die 747 vielleicht auch nicht an einige Flughäfen, an die sie jetzt passt, und ach, das ist ja also ein bisschen doof. Außerdem müsste man sowieso ganz viel Zeit und Know-how und Geld in einen stabilen Flugzustand eines solch langen Flugzeugs stecken. Und das muss ja alles nicht sein. Also jetzt folgende Idee. Man guckt sich mal die 747-200 an und schaut sich mal den Bereich des Rumpfes an, an der Tragflächenwurzel. Darüber liegt eigentlich nur, bis auf so eine kleine Kante Oberdeck, liegt eigentlich nur ein Passagierdeck. So, und jetzt schaut man sich mal den gleichen oder das entsprechende Gegenstück der 747-SP an. Da liegt ein ganzes Stück mehr Oberdeck drüber. Wie genial wäre es denn jetzt, wenn man einfach diesen Teil von der 747-SP nimmt, ansonsten einfach den Rest einer normalen 747 beibehält und dann vielleicht da, wo jetzt so ein bisschen was fehlen würde, noch ein bisschen Oberdeck dazwischen baut und schon hat man die 747-300. Wir befinden uns jetzt am Anfang der 1980er Jahre. Die 747-300 hat jetzt ein um etwas mehr als 7 Meter verlängertes Oberdeck und dementsprechend Platz für mehr Passagiere. 1983 war dann die Indienststellung des Fliegers und sie wurde dann, genauso wie die 200er Version auch, durch eine Kombi-Version und durch eine Short-Range-Version mit nun maximal 589 Sitzplätzen ergänzt. Nur zwei Jahre später, 1985, da hatte man dann irgendwann 81 Boeing 747-300 verkauft, nahm Boeing selbst diesem Flugzeug den Wind aus den Segeln, und zwar kündigten die jetzt eine ganz, ganz große Überarbeitung an, das auf Druck gewisser Fluggesellschaften, zum Beispiel Lufthansa, und zwar war das dann die 747-400. Und das war wirklich eine große Überarbeitung und deswegen kümmern wir uns um diese Maschine im nächsten Video. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Informationen mit dabei. Ich freue mich auf ein paar 747 oder 747-SP-Stories in den Kommentaren und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.